Quidditch, Season 4, Kapitel 2. Ratschlag benötigt. Sprech mit Bean über den Zwischenfall mit dem Umhang. Ja, das müssen wir doch tun, denn wir haben weder Hauptquests noch Nebenquests. Also, gut, Bean verlangt dringend nach mir anscheinend, wenn sie sogar alles andere sabotiert, quasi. Ja, na gut. Schauen wir doch mal. Mit Bean, was gibt's zu erzählen? Das war ein tolles erstes Training, Kapitän. Ich war gerade mit der Erschwinnerin unterwegs. Was für ein stylischer Saisonbeginn. Das ist aber schon wieder ewig her, dass wir den Saisonbeginn hatten. Oder? Bean sieht nervös aus. Du solltest nachher sehen. Die Energie unseres Teams beginnt zu fließen. So wie unsere neuen Quidditch-Umhänge im Winde flattern. So, was ist denn jetzt dein Problem? Hi, Bean, du wolltest mit mir reden. Ja, Cody, es gibt etwas, das ich dir über den Vorfall mit den Quidditch-Umhängen erzählen muss. Du warst es. Ich weiß, wer die Sirup-Torte in der Umkleidekabine gelassen hat. Du warst es. Wer denn? Ich war es, Cody. Meine Mutter hat mir die Torte als Geschenk geschickt, um den Beginn der neuen Quidditch-Saison zu feiern. Und ich weiß, dass wir kein Essen in die Umkleidekabine mitbringen sollen. Aber ich war spät dran für unser Treffen und konnte die Vorstellung nicht ertragen, eine so leckere Torte wegzuwerfen. Darum habe ich sie hier gelassen und alle Quidditch-Umhänge zerstört. Also bist du das, der geheimnisvolle Täter. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es bin, Cody. Und unsere Quidditch-Umhänge, hast du irgendetwas damit zu tun, was ihnen zugestoßen ist? Nein, natürlich nicht. Ich schwöre, ich würde niemals im Leben die Umkleidekabine verwüsten oder unsere Umhänge kaputt machen. Aber es tut mir sehr leid, dass ich die Regeln verletzt habe und dass unser Team wegen mir wertvolle Trainingszeit verliert. Ich verstehe es, wenn du mich bestrafen willst. Das ist schließlich deine Aufgabe als Kapitän. Aber ich hoffe, dass du es über dich bringst, mir zu verzeihen, was ich getan habe, Cody. Naja, dort in der Umkleidekabine. Sie ist nicht so schlimm. Aber ich denke mal, eine leichte Rüge. Eine leichte Rüge kann man da dann schon machen. Aber nur eine leichte Rüge. Es tut mir leid, aber ich muss dich rügen, Bean. Wie du schon sagtest, unser Team hat wegen dir wertvolle Trainingszeit verloren. Und darum ist es nur fair, wenn du für diese verlorene Trainingszeit Wiedergutmachung leistest mit 50 Binnenstadt-Klimmzügen. Ich habe Rügen, nicht Strafen angeklickt. Natürlich, Kapitän, das ist eine harte Strafe, aber ich verstehe deine Entscheidung. Ich weiß es zu schätzen, dass du von dir aus die Wahrheit gesagt hast, Bean. Dank dir wissen wir jetzt, woher die Sirup-Torte kam. Aber leider haben wir immer noch keinen Hinweis darauf, wer unsere Umhänge zerstört hat. Was war das für ein Geräusch? Ich habe nichts gehört. Ich habe es auch gehört. Es hat sich so angehört, als wäre es aus einem der Spinde gekommen. Ein Tierwesen, das von der Sirup-Torte angelockt wurde und dann die Umhänge zerstört hat. Kann es sein, dass sich der Umhangzerstörer immer noch in unserer Umkleidekabine versteckt? Lass uns mal nachsehen. Ja, ich schau mal rein. Ach, eine Stunde, das ist ja lächerlich. So, ach Sky, wieso bist du schon wieder so sauer? So, warte mal, ich wollte doch in die Schränke reingucken. Wir sollen uns vorsichtig nähern, immerhin wissen wir nicht, womit wir es zu tun haben. Ich habe meine Lektion gelernt, Cody. Ich werde nie wieder was zum Essen mitbringen. Ich werde nie wieder was essen. Ich habe nichts mit den kaputten Quidditch-Umhängen zu tun, das schwöre ich. Hoffentlich kam das Geräusch nicht aus meinem Spind, dort befahre ich ein kostbares Outfit auf. Das ist hoffentlich kein Streich. Auf keinen Fall. Habt ihr dieses Geräusch auch gehört? Hast du das Geräusch gehört? Dieser Tag wird immer seltsamer. Irgendetwas klappert in einem unserer Spinde. Vielleicht ist es ein goldener Schnatz. Ich frage mich, was das für ein seltsames Geräusch war. Wahrscheinlich kein goldener Schnatz. Wir sollen uns vorsichtig nähern, ganz vorsichtig, mal reingucken. Da ist immer noch nichts. Ich will wissen, was hier drin ist. Aus welchem Spind kam denn das Geräusch? Weiß das jemand? Aus welchem Spind kam es? Hier? Komm schon. Oh, Rumskaplonk. Ja, dann schauen wir doch mal. Leute, bleib mal zurück. Hier bewegt sich was hinter der Spindtür. Ganz vorsichtig, mit erhobenem Zauberstab, ein Wichtel wahrscheinlich? Nee, ein Knall. Ist das etwa Barnabys Knall? Ja, Barnabys Knall, Knall. Sieh nur, er hat ein zerfetztes Stoff im Maul. Bestimmt war er derjenige, der unsere Quidditch-Umhänge zerrissen hat. Knalle sind in der Tat dafür bekannt, dass sie unglaublich argwöhnisch und zerstörerisch werden können, wenn irgendwo Essen herumliegt. Genau, ich erinnere mich noch daran, als Knall das Bühnenbild von Verzauberter Frühling zerstört hat, als er Jays vermisstes Sandwich gefunden hat. Er ist vermutlich hier reingekommen, als wir unsere Teambesprechung abgehalten haben, und dann hat er Beans Sirup-Torte gefunden. Er dachte bestimmt, die Süßigkeit wäre eine Falle, ist ausgeflippt und hat dabei unsere Quidditch-Umhänge kaputt gemacht.
Dann war es also keines der gegnerischen Teams, sondern ein niedlicher kleiner Knall, der dieses Chaos angerichtet hat. Ich bin froh, dass du dich mit Anschuldigungen zurückgehalten hast, Gaudi. Das war definitiv eine intelligente Entscheidung. Ich bin nur froh, dass wir das Geheimnis der kaputten Umhänge endlich gelüftet haben. Und du hast deine erste Herausforderung als Kapitän überstanden und bist auf dem Weg, den du gewählt hast. So langsam fühle ich mich immer wohl als Anführer, Orion. Und nachdem das Team jetzt wieder einsatzbereit ist, kann ich mich einer anderen großen Herausforderung zuwenden, die mir in dieser Saison bevorsteht. Ich muss ja noch als Sucher trainieren. Wunderbar. Du hast vieles zu lernen, Cody. Ja, das stimmt. So viel, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Du solltest natürlich am Anfang anfangen, indem du die wichtigsten Grundlagen der Position kennenlernst. Lass uns zu Murphy in die Sprecherkabine gehen. Gemeinsam werden wir dir helfen, deinen neuen Weg als Sucher zu beginnen. Ja, okay. Dann, ja gut, dann gehen wir doch mal zu Murphy und schauen, was der so zu erzählen hat. Ganz da oben ist er, okay. Hallo, Murphy, bist du da? Hallo. Klapperne Klatscher, wenn mich meine Omnigläser nicht täuschen, dann sind das Orion Amari und Cody Bailey von Ravenclaw. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass zwei der besten Spieler Hogwarts meine Sprecherkabine besuchen kommen. Was machst du da oben auch ganz allein, wenn kein Spiel läuft? Ich schätze die Chance dafür auf 7,3%. Das bedeutet also, dass ihr aus einem wichtigen Grund hier seid. Allerdings, Murphy, wie du bestimmt schon gehört hast, werde ich in dieser Saison als Sucher für Ravenclaw antreten. Und um meinen Weg als Sucher zu beginnen, muss ich zuerst mehr über die Grundlagen dieser Position lernen. Darum hatte ich mich gefragt, ob du mich zusammen mit Orion unterrichten würdest. Als ich dir vor 3 Jahren meine Strategiebücher vor die Füße geworfen habe, hatte ich die volle Absicht, dein Mentor zu werden. Und dazu bin ich auch heute noch zu 100% bereit. Außerdem schulde ich dir etwas, weil dank deiner Hilfe ein besserer Kommentator aus mir geworden ist. Aber ein guter Sucher muss mehr können, als nur goldene Schnatze zu fangen. Hör gut zu, Cody. Orion und ich werden dir mehr über die Tugenden und Herausforderungen eines Suchers beibringen. 3 Sterne nur, das ist gut. Also, dann wollen wir doch mal schauen. Ich weiß, dass ich viel zu lernen habe, aber ich bin bereit, mich an die Arbeit zu machen. Die 3 wichtigsten Herausforderungen für Sucher sind Gefahr, Druck und Einsamkeit. Für Sucher gibt es nicht nur 3 Tugenden, sondern auch jede Menge Herausforderungen. Du musst die 3 Tugenden für Sucher meistern, wenn du eine Legende werden willst. Als Sucher zu spielen ist etwas völlig anderes als meine bisherigen Positionen. Jeder herausragende Sucher hat in seinem Leben schon schwere Zeiten überwunden. Angesichts deiner Fähigkeiten und Eigenschaften bin ich zu 93,7% sicher, dass aus dir ein toller Sucher wird. Wie ihr seht, freue ich mich total drauf, meinen Job als Sucher zu beginnen. Für Sucher gibt es 3 wichtige Tugenden: Ruhm, Style und Unabhängigkeit. Die erste Regel in die Treiberfibel von Brutus Cramjell lautet: Mach den Sucher platt, also passt gut auf. Danke euch beiden, dass ihr die Grundlagen mit mir durchgeht. Ich habe noch so viel zu lernen. Die 3 wichtigen, die hatten wir aber schon, Orion. Danke für die Info. Dann mache ich hier den Cut. Wenn ich euch also richtig verstehe, dann gibt es für Sucher 3 wichtige Tugenden: Ruhm, Style und Unabhängigkeit. Ja, das stimmt, Cody. Aber jede dieser Tugenden ist auch mit einer einzigartigen Herausforderung verbunden. Und welche Arten von Herausforderungen sind das? Ruhm ist verbunden mit Gefahr. Style ist verbunden mit Druck. Und Unabhängigkeit ist verbunden mit Einsamkeit. Du musst all diese Herausforderungen meistern, wenn du ein wirklich legendärer Sucher werden willst. Das klingt, als hätte ich eine Menge Arbeit vor mir, bevor ich bereit sein werde, als Sucher für Ravenclaw beim Quidditch-Pokal zu spielen. Welche dieser Herausforderungen für Sucher macht dich besonders nervös, Cody? Ich mache mir hauptsächlich Sorgen um den Druck, dem ich als Sucher ausgesetzt sein werde. Das ist eine stressige Spielposition, so viel steht fest. Alle Augen sind darauf gerichtet, ob du den goldenen Schatz fängst und die Partie entscheidest. Aber du bist der großartige Fluchbringer von Hogwarts. Stressige Situationen sind nichts Neues für dich, Cody. Habt ihr einen Ratschlag, der mir auf meinem Weg als Sucher weiterhelfen könnte? Egal welchen Weg du einschlägst, mein Rat lautet immer, einen Schritt nach dem anderen zu machen, Cody. Oh, Jan hat recht, wir haben dir die Grundlagen der Position beigebracht, aber bevor du auf das Feld gehst und Schnatze jagst, solltest du dich auch etwas genauer damit befassen, was es bedeutet, als Sucher zu spielen. Vielleicht hat das Kind mit der Gesichtsbemalung ja Lust, eines seiner Quidditch-Quizzes zusammenzustellen, um mein Wissen zu testen. Das ist eine tolle Idee, Cody. Ich habe das Gesichtsbemalungskind vorhin in der großen Halle gesehen. Dort solltest du nach ihm suchen. Und wenn du sein Quiz bestehst, bist du zu 99,99% bereit, dein erstes Suchermanöver zu lernen. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall auch in
dieser Folge noch. Allerdings muss ich Energiepunkte auffüllen. Und hier, das Gesichtsbemalungskind hat auch das Sucherquiz noch nicht fertig. Deswegen mache ich hier mal einen Cut. Das Gesichtsbemalungskind hat mich vorgewarnt, dass dieses Sucherquiz ganz besonders schwierig sein wird. Und da bin ich ja mal gespannt. Warum sollte sich jemand freiwillig und ohne Not dafür melden, an einem Quiz teilzunehmen? Das Einzige, was du in dieser Saison fangen wirst, ist mein Klatscher. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Ja, ich bin mal gespannt auch auf das neue Quiz. Hey Cody, es freut mich sehr, dass du gerne ein weiteres meiner berühmten Quidditch-Quizzes absolvieren möchtest. Ich bin schon gespannt darauf herausfinden, wie viel du über Sucher weißt. Ich auch, insbesondere weil Murphy meint, dass ich bereit für mein erstes Suchermanöver bin, wenn ich dein Quiz bestehe. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, bin ich begierig darauf anzufangen. Das Quiz beginnt sofort, Cody. Ich warte nur noch auf einen weiteren Quiz-Kandidaten. Und da kommt er schon! Charlie? Du bist auch hier, um am Quiz über Sucher teilzunehmen. Allerdings, Cody, denn ich werde in dieser Saison als Reservesucher für Gryffindor spielen. Angesichts unserer vergangenen Abenteuer solltest du wissen, dass ich dich als guten Freund sehe. Und obwohl wir genau genommen Gegner sind, hoffe ich, dass du mich nicht als Gegner siehst. Was denkst du, Cody? Glaubst du, wir können als Freunde zusammenarbeiten? Du bist mein Freund, Charlie, und Freunde helfen einander. Wir sollten uns überlegen, wie wir einander in dieser Saison helfen können. Gemeinsam werden wir als Sucher über uns hinauswachsen. Ich freue mich wie ein schwarzer Hybrid auf einer Rinderfarm, das von dir zu hören, Cody. Apropos einander helfen, lass uns darüber sprechen, was wir über die Position als Sucher wissen und auf das Quiz vorbereiten. Okay, normalerweise ist es ja so, dass hier immer Penny mir die Lösung vorsagt. Ob Charlie mir jetzt auch die Lösung vorsagt? Wo ist Charlie? Hallo? Ist da jemand? Hier drüben sind sie alle. Okay, weiß ich denn vielleicht schon was? Wenn der Sucher es schafft, einen goldenen Schnatz zu fangen, endet die Partie sofort. Ja, normalerweise, beim letzten Mal habe ich das hier unten dann, was habe ich? Ich hab's, verpixelt. Aber, nee, ich mach's diesmal ohne Pixel, aber im Speed und ich halte eine Hand davor. Das müsst ihr dann auch machen, wenn ihr das Video gleich guckt. Damit ihr beim Quiz mitraten könnt, weil sonst wisst ihr ja alles vorher schon. Ich halte eine Hand davor. Boah, es gibt definitiv eine Menge Dinge über die Position der Sucher, die ich mir merken muss. Aber nachdem wir unser Wissen aufgefrischt haben, werden wir hoffentlich beide das Quiz des Gesichtsbemalungskinds bestehen. Ich wünsche dir viel Glück, Cody. Aber nachdem wir beide unser Wissen aufgefrischt haben, können wir das Quiz absolvieren und herausfinden, wer mehr über Sucher weiß. Ich werde es dir zeigen, Cody. Das werden wir sehen, Charlie. Wenn ihr beide bereit seid, dann lasst uns mit dem Quiz anfangen. Hervorragend, was ist die erste Frage? Wir fangen mit etwas einfach an. Was ist das wichtigste Ziel eines Suchers? Natürlich den goldenen Schnatz zu fangen. Ja. Ich kenne die Antwort. Sucher haben das Ziel, den goldenen Schnatz zu fangen. Das ist richtig. Sucher sind dafür zuständig, den goldenen Schnatz zu fangen und wenn sie es schaffen, endet die Partie. Die nächste Frage kannst du bestimmt beantworten. Wie viele Punkte werden vergeben, wenn jemand einen goldenen Schnatz fängt? Ja, 150. Oh, daran kann ich mich gerade so erinnern. Goldene Schnatze sind 150 Punkte wert. Das ist die richtige Antwort, Cody. Mit so vielen Punkten ist dir der Sieg praktisch sicher. Weiter zur nächsten Frage. Die drei Tugenden für Sucher sind Ruhm, Style und... Uiuiui, das hatte doch hier Orion. War das Unabhängigkeit und was dann zur Einsamkeit führt? Oder? War das so? Orion hat mir beigebracht, dass Unabhängigkeit die dritte Tugend für Sucher ist. Orion ist ein guter Lehrer, Cody, denn das ist die richtige Antwort. Als Sucher muss man sehr unabhängig sein, darum eignet sich diese Position gut für Spieler, die gerne alleine sind. Jetzt kommt eine knifflige Frage. Wie nennt man es, wenn ein anderer Spieler außer dem Sucher den Schnatz berührt? Rempeln, Schnatzeln oder Zockeln? Ja, natürlich das, was Schnatzeln, natürlich. Dieses Foul nennt man Schnatzeln. Was schreibt eigentlich Charlie die ganze Zeit auf? Der wird nie drangenommen. Das ist richtig, Cody. Wenn ein Team schnatzelt, hat es die Partie automatisch verloren. Okay, das wusste ich noch nicht. Ja, kommen jetzt zur letzten Frage. Wer hat den goldenen Schnatz erfunden? Plum hatte den plumpen Pass. Baum and Wright war das doch, oder? Er hat doch ja, hier Dingens in Godric's Hollow erzählt. War Baum and Wright, um die goldenen Schnatze zu schützen. Ich schreib's mal auf. Ich kenne die Antwort. Bowman Wright hat den goldenen Schnatz erfunden. Bertilla Bagshot, genau, hat mir von ihm erzählt, als ich Ragnos Fluch in Godric's Hollow gebrochen habe.
Das ist richtig. Barman Wright war ein Metallbeschwörer, der den Schnatz nach dem Vorbild eines goldenen Schnatzers erschaffen hat. Also, wie haben wir bei unserem Sucherquiz abgeschnitten, Gesichtsbemalungskind? Es freut mich, verkünden zu können, dass ihr beide hervorragend abgeschnitten habt, aber Charlie hat nie eine Antwort gesagt. Charlie hat alle Fragen mit einer Ausnahme richtig beantwortet und du warst sogar noch besser, denn du hast die perfekte Punktzahl erreicht und mein Sucherquiz mit Bravour bestanden, Cody. Welche Frage hat er denn falsch beantwortet? Das wüsste ich jetzt gern. Okay, gute Neuigkeit, Jumann. Wenn deine perfekte Punktzahl ein Fortsein ist, dann würde ich sagen, dass du ein Naturtalent als Sucher bist. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du in dieser Saison auf dem Feld erreichen wirst. Leider hat Wissen nichts mit sportlichem Können zu tun. Danke, und apropos, nachdem ich bewiesen habe, dass ich die Grundlagen der Position als Sucher kenne, kann ich ja niemand Wissen in die Tat umsetzen. Es ist an der Zeit, aufs Quidditch-Feld zu gehen und Sky zu bitten, mir mein erstes Suchermanöver beizubringen. Achso. Jetzt direkt? Ah, das wollte ich aber erst in der nächsten Folge machen. Oh nein, das bedeutet, dass es sind ja noch zwei Parts und die wollte ich in der nächsten Folge am Stück aufnehmen, weil ich gerade so viel Energiepunkte habe. Aber wahrscheinlich muss ich dann zwischen Part 4 und 5 wieder ewig lang warten, weil ich das Quidditch-Spiel absolvieren muss. Na, wir werden sehen. Ich sage jetzt mal wieder Tschüss, over and out.